Gut, die Zange haben wir schon mal. Die ist nämlich natürlich für die Gitterverkleidung oben sehr gut. Geplatzte Äderchen auf den Wangen. Ein süßlicher Geruch. Gut. Ich hoffe, die das hatten wir heute Morgen schon gehabt. Und dann können wir nämlich die diese Gitterverkleidung abhebeln. Okay. Der Geiger ist weg. Ist da unten gerade was bewegt? Nee. Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen geirrt. Nee, da nach oben. Sehr schön. Nein, es gibt keine Lücke, in die ich den Stab stecken könnte. Die Abdeckung lässt sich nicht aufhebeln. Wie bitte? Nein. Wie, was? Hä? Oh, okay. Nein, ich dachte, es gibt keine Lücke, in die ich den Stab stecken könnte. Die Abdeckung lässt sich nicht aufhebeln. Okay, aber was jetzt? Jetzt habe ich wirklich gedacht. Alle Kabinen der ersten Klasse haben eine Lüftung. Gut möglich, dass der Schacht die beste Einstiegsmöglichkeit für mich ist. Nur leider ist die Abdeckung verschraubt. Verschraubt. Ah! Schraubenzieher oder was? Hä? Dafür brauche ich denn noch einen Schraubenzieher? Immerhin haben wir die Zange. Das ist ja schon mal sehr gut. Hier haben wir eigentlich nichts weiter. Wo kriege ich jetzt einen Schraubenzieher her? Irgendwie fast nur aus dem Frachter unten, oder? Weil da ist Werkzeug. Gehen wir mal zum Vorderdeck. Hier ist nichts Großartiges. Mit dem wollen wir ja nicht reden. Hier haben wir auch nichts. Und ich habe gedacht, tatsächlich mit der Zange kommen wir irgendwie annähernd weiter. Habe ich jetzt ein bisschen falsch gedacht. Nee, das auch nicht. Ich weiß nicht, wo er. Selbst wer so viel Erfahrung mit. Wie kriegen wir jetzt die Gitter da oben auf? Die Silhouette New Yorks und die eines Schiffes. Allerdings nicht von diesem hier. Vermutlich nutzen sie für alle Schiffe dasselbe Motiv. Sieht sehr offiziell aus. Mit Wappen, Flaggen, Siegel und allem drum und dran. Und die Plakette ist blitzblank. Jemand scheint sie in Ehren zu halten. Die Silhouette New Yorks sieht... Ich finde ihn und man schaut in dieses Gesicht von einer Sekunde... Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so beurteilen... Wir können ja wieder zurück. Okay, das ist schon mal gut. Er hat das beneidenswerte Talent, immer und überall schlafen zu können. Er ist einmal in einer Seilbahn eingeschlafen und erst aufgewacht, nachdem er den Berg schon wieder runtergefahren war. Boah. Wir haben diese Kabine gemietet, weil sie so schön zentral liegt. Man kann jederzeit schnell in ihr verschwinden. Dass es eine erste Klasse-Kabine mit großem Badezimmer und Dusche ist, spielte für mich natürlich keine Rolle. Sobald ich den Stein ausgetauscht habe, werde ich mir eine heiße Dusche gönnen und dann schauen, was der Abend sonst noch so bringt.
Kabine verlassen, warte mal. Also gut, ich bin Patricia Myers. Jung, attraktiv, unbedarft. Ich bin Patricia Myers. Okay. Normalerweise nehme ich nicht so viel mit. Aber es wäre auffällig gewesen, wenn ich als vermeintliche Tochter aus besserem Hause nur mit einem Rucksack aufgetaucht wäre. Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie und Freunde hast, bist du ein reiches Mädchen, hat er gesagt. Ich nehme sie mit. Sie soll mir Glück bringen. Mhm. Eigentlich sind mir Hüte zu umständlich, aber sie passen gut zur Rolle. Und ich muss zugeben, der Tag in London, als wir Patricia Myers eingekleidet haben, hat Spaß gemacht. Ich achte immer darauf, möglichst wenig. Sollten meine... Gut. Es ging ziemlich schnell mit uns beiden. Schon bei unserem ersten Treffen hat es... Ja, aber süß ist es ja. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und er kann sehr charmant sein. Hm. Papa war gar nicht begeistert, als ich ihn angeschleppt habe. Aber ich glaube, er wäre mit niemandem einverstanden gewesen. Nee, dann ist ja vollkommen in Ordnung. Sobald ich den Gut. Was auch immer wir jetzt gerade mitgenommen haben. Eine Halskette. Ich verstehe trotzdem nicht ganz. Ich dachte, wir brauchen die Zange wirklich für die Gitterstäbe. Nee, jetzt braucht man doch einen Schraubenzieher. Komme ich jetzt an den Schraubenzieher hier ran? Keine Zeit zum Lesen. Ah, doch, jetzt aber keine Zeit zum Lesen. Okay. Dann haben wir hier eigentlich nicht mehr allzu viel tatsächlich. Wenn wir hier nicht auch irgendwas anvisieren können und irgendwas finden. Das wäre zum einen mit den Anvisieren so. Wir könnten nochmal ins Bordrestaurant gehen und uns dann nochmal kurz umschauen. Die Lady ist, ich sollte. Die ist gerade nämlich nicht gesprächig. Sonst ist da irgendwas hier da. Aber eigentlich nicht, wa? Wir können mal hier hinten gucken. Wenn ich hinter die Bar komme. Ne, komme ich nicht. Schade. Nee. Der Zange irgendwie verletzen? Nein. Okay, also hier... Wo hänge ich denn jetzt? Achso, hier ist auf alle Fälle nichts mehr weiter. Da nicht... Hier auch nicht. Es kann ja nur oben sein. Ist mal ganz ehrlich. Steig die Treppen rauf. Ich brauche etwas wie ein Schraubenzieher. Wir können aber gleich mal gucken, ob wir nicht auch so ein Notizbuch hier haben. Werden wir bestimmt haben. Kategorie. Nein. Nein. Rückkehr des Rahmens. Nein. Das ist hier generell das Handbuch. Hinweis. Kabine der Baronin betreten. Ich muss in die Kabine der Baronin gelangen und ihr Geheimversteck öffnen. Über die Tür kann ich mir keinen Zugang verschaffen. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist so groß. Die Lüftungsschacht wäre eine Möglichkeit, aber er ist verschraubt. Ich war aber gerade in eurer Kabine gewesen. Okay, verstehe ich nicht ganz. Der Penny könnte die richtige Dicke haben.
Oh nee. Ey, ich habe nicht mitbekommen, dass es ein Penny sein soll. Ich dachte, sie meint die Redenswendung. In den Schraubenschlitz. Aber ich habe nicht genug Kraft in den Fingern, um die Schraube zu lösen. Die Zange. Können wir gleich mal. Ich habe an neuem verstanden, die Redensart oder die Redenswendung von ihrem Vater heißt quasi ein Penny Ehren und hier und da. Ich habe nicht erkannt, dass die Halskette ein Penny hat. Ich dachte, das wäre irgendwie ein kleines Edelsteinchen oder so. Das ist es. Ich klemme den Penny ein und habe damit eine Art improvisierten Schraubenzieher. Ja, dann, mach mal. Alle Kabinen, nur leid. Ja, denn. Achso, jetzt. Also schön. Aber hast du das jetzt nicht vorher gemacht? Ha, siehst du, läuft doch gut. Oh, yes. Das war's. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das der richtige Schacht ist. Oh, natürlich ist es. Ich bin nicht zimperlich, aber wenn da drin eine Ratte auf mich wartet, werde ich die ganze Aktion platzen lassen. Hallo? Hier geht's um alles oder nix? Nix platzen lassen. Oh, die Bilder. Jakob Aust. Endlich habe ich dich. Ich werde dich verhaften lassen und ich werde dich vorführen. Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Sie können mir aus dem Weg gehen. Soll ich aufräumen, Madame? Nein, es ist Zeit zu feiern. Der Doktor. Ausgezeichnet. Ich habe Gebhardt. Aber anscheinend heißt er Jakob Ost oder Aust. Am liebsten würde ich die Kette vorlegen. Jeden Augenblick kann jemand durch diese Tür kommen und mich erwischen. Aber es ist wichtig, keine Spuren zu hinterlassen. Inch darf uns auf keinen Fall auf die Schliche kommen. Ich sollte mich lieber beeilen. Ja, dann hopp hopp. Stattlich. Für den kleinen Durst unterwegs. Zumal es ein ganzer Kühlschrank ist. Aber, gleich. Ich will mal ganz ehrlich gesagt. Nein. Nee, nee. Noch mehr Flaschen. Ja, ja, ich will. Können wir ganz kurz. Warte mal. Ich will erstmal hier mich in der Wohnung umschauen. Nicht, dass ich wirklich ein Geheimfach entdecke, wo ich sage, nee, da will ich eigentlich jetzt nicht ran. Ein bestimmtes Foto gesucht und dann auch gefunden zu haben. Jakob Au. Wir haben uns im Vorfeld die Passagierliste besorgt. Aber der Name sagt mir nichts. Der ist Dr. Gebhardt. Das kannst du auch gar nicht wissen, Mäusekind. Vermutlich irrelevant. Aber wer ist das? Mann, es wird wirklich sehr, sehr spannend noch. Viele davon angelaufen. 20er, 30er Jahre, schätze ich. Ich habe nicht die Ja, bleib doch mal ruhig, Mäuschen. Meine Kleider könnte die Puppe vielleicht tragen. In den Kleidern der Baronin würde sie verschwinden. Nein, die Baronin und Inch machen verdammt viele Möglichkeiten, einen Edelstein zu verstecken. Aber Inch Wie gesagt, wir gucken gleich mal in das Gepäck rein. Und mich nur so mal hier fix umschauen. Nein, Inch, er kann nicht. Aber ich glaube, irgendwas. Ich glaube selbst, er interessiert. Ich musste ihm. Nur so kann man ein Original von einer Fälschung unterscheiden. Mir ist es egal, wer ein Bild gemalt hat, solange es mir was sagt, meinte er. Eine Haltung, die ich als Kunstdiebin natürlich nicht gutheißen konnte. Aber auch irgendwie charmant fand. Als Kind habe ich. Wenn mir langweilig. Gut. Dann gucken wir uns mal den Koffer an. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Nicht hochklettern. Zurück. Okay, da lang. Mist, bin doof gelaufen. Was habe ich eigentlich mit dem Stab gemacht? Habe ich den jetzt eingesteckt? Okay. Ich öffne mal das Reisegepäck. Da war ja noch ganz, ganz viel gewesen. Ey, aber wirklich wie ein Kühlschrank, wenn man ihn aufmacht. Wir haben hier oben. Ein passendes Glas für jede Gelegenheit. Die meisten sehen alle. Das sind sogar Gläser und so dringend. Wirklich vernachlässigt die Baronin Stil und Etikette, wenn sie für sich alleine trinkt und benutzt immer dasselbe Glas. Was ist das? Ein kleiner Lederriemen. Aha. Oh, ein Safe.
Nefre Tete, Guernica, A.D., Buonarotis Adam. Das könnte eine Gedächtnisstütze der Baronin sein. Ja. Und auch eine Erklärung, wie Inch auf die Kombination gekommen ist. Ich schreibe die Hinweise auf. Wie ich die Sache sehe, muss ich mindestens 3 Begriffen ein Symbol zuordnen. Das 4. Zeichen könnte ich durch Ausprobieren ermitteln. Tja, Nofretete war eine ägyptische Königin. Das Monogramm und die anderen beiden Begriffe sagen mir nichts. Okay. Für mich sieht das aus wie ein Kombinationsschloss. Eine herrliche Arbeit. Man muss die 4 richtigen Symbole einstellen, damit sich die Tür öffnet. Ich möchte wetten, dass sich das Auge der Sphinx hinter dieser Tür verbirgt. Nur wird wohl kaum jemand dagegen halten. Ich habe die Hinweise in mein Tagebuch. Vielleicht kann mir... Vielleicht was? Vielleicht kann mir jemand an Bord helfen, mindestens 3 der 4 Symbole richtig zu machen. Ah! Okay. Gin, Whisky, Likör, Sherry, Wodka, Branntwein und Champagner. Alle Flaschen sind mindestens zur Hälfte leer. Einige Servietten und Tücher. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Korkenzieher, Flaschenöffner, Untersetzer. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Da können wir eigentlich auch nur den Professor fragen, tatsächlich. Ich frage mich, wovor die Baronin wegläuft. Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer. Ja, achso, ja. Drehen wir mal natürlich wieder zurück. Fragen wir mal den Professor. Der wird uns auf alle Fälle weiterhelfen können. 100 Pro. Ägyptische Mythologie. Irgendwie sowas geschichtlich gesehen ist ja so sein Steckenpferd. Nein. Besser, ich verlasse. Ja, okay. Warte, wie? Achso, ich wollte gerade sagen. Denn. Ganz fix zum... Oh, scheiße. Oh, der Dr. Gebhardt. Man, der bereitet bestimmt schon das Blut vor. Das war knapp. Vielleicht war es ein Steward, der geprüft hat, ob alles für die Nachtruhe der Baronin vorbereitet ist. Wer immer es war, ich sollte hier so schnell wie möglich verschwinden, bevor er noch zurückkommt. Ja, aber ich stelle den Stuhl auch wieder zurück. Ja, wollte gerade sagen. Also auf zum Professor. Die Notizen. Kommen wir zu eingehen. Vielleicht habe ich im Allgemeinwissen der anderen Passagiere profitiert. Okay. Das kann eigentlich fast so der Professor wissen. Und vielleicht die Lady Westcott-Con. Die hatte auch wahrscheinlich... Die hat auch... Ja, stimmt. Die war auch bei ägyptischen Ausgrabungen dabei gewesen. Die Frage, ob ich es jetzt hierbei stören kann. Problem ist natürlich nur... Professor Lucien könnte mir sicherlich alles erzählen, was es zu Nofretete zu wissen gibt. Aber er könnte sich auch erinnern, dass ich in London in seinem Museum war. Besser, ich spreche ihn nicht an. Professor Lucien, aber er könnte... Zumal es ist ja auch noch, er könnte ja, weil er ja dazugehört, er weiß ja, dass es um den Edelstein geht, dass der Edelstein geklaut oder das Auge des Zwings geklaut werden soll, dass die Baronin ein Tresor hat und würde wahrscheinlich auch wissen ungefähr, worum es um den Tresor geht. Würde natürlich ein bisschen stutzig werden, wenn jemand nachfragt, hier, was ist denn das und das, wenn es genau zum Tresor passt. Also, die Lady, die Schriftstellerin. Dr. Gebhardt konnte sich wohl von seiner Arbeit losreißen. Sonderlich entspannt sieht er aber immer noch nicht aus. Im Gegenteil. Und warum geht er nicht in den Salon? Oh, ist da jetzt eine dicke Party oder was? Ach ja, hier ist ein bisschen was los. Komm, die kann man fragen. Lady Westmacott? Ja? Sie kennen sich doch mit ägyptischer Geschichte aus, Lady Westmacott. Können Sie mir etwas zu Nofretete sagen? Eine Königin.
Die Hauptgemahlin des Echnaton. Hatte sie so etwas wie ein Lieblingstier? Das war eine seltsame Frage. Ich habe nur gehört, dass Katzen im alten Ägypten sehr verehrt wurden. Das ist richtig. Ich wüsste aber nicht, dass Nofretete eine besondere Vorliebe für diese Tiere hegte. Sagt Ihnen der Begriff Guernica etwas? Warum stellen Sie mir all diese seltsamen Fragen? Ich bin neugierig. Wie soll ich etwas lernen, wenn ich nicht frage? Ich würde ein Buch empfehlen. Boah. Ich habe ein Rätsel für Sie. Warum Sie mich ständig mit seltsamen Fragen löchern? Ich weiß es auch nicht. Ach, kommen Sie schon. Sie sind die Königin der Rätsel. Also, was haben Sie? Ein Monogramm. Ein großes A, unter dem ein kleines D steht. Wem gehört das? Sie meinen jemanden hier auf dem Schiff? Nein, eher nicht. Keine Ahnung. Wem gehört es? Ich weiß es auch nicht. Irgendwie ergibt es wenig Sinn, jemandem eine Rätselfrage zu stellen, wenn man die Antwort selbst nicht kennt. Eigentlich ergibt es keinen Sinn, jemandem eine Rätselfrage zu stellen, wenn man die Antwort schon kennt, würde ich sagen. Vorhin in Venedig habe ich ein Schild gesehen. Buonarroti stand drauf. Wissen Sie, was das bedeutet? Tut mir leid, ich spreche kein Italienisch. Darf ich mich verabschieden? Sie dürfen. Wow! War erst eine Riesenhilfe, die West McCott. Die Baronin scheint etwas zu feiern zu haben. Zumindest schüttet sie sich einen Champagner nach dem anderen in die Kehle. Je weniger ich mit ihr zu tun habe, desto besser. Wobei... Okay. Wer kann, also einen Hinweis haben wir ja schon mal. Ah, Captain. Er schwitzt stark. Geplatzte Eder. Ich hoffe, die restliche Crew nimmt sich. So, den Professor kann ich nicht fragen. Der ist ja gerade beschäftigt. Mehr Möglichkeiten gibt es ja irgendwie nicht. Dr. Gebhardt, schnappen Sie frische Luft? Oh, das könnte man so sagen. Nofretete haben wir ja schon. Sagt Ihnen Guernica etwas? Hören Sie, junge Dame. Ich weiß nicht, was man Ihnen erzählt hat, aber nur weil ich Deutscher bin, muss ich mich nicht für die Verbrechen meiner Regierung verantworten. Verbrechen? Wovon sprechen Sie? Wir haben Befehle befolgt, wie alle anderen auch. Also lassen Sie mich in Ruhe damit. Hä? Buonarroti. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber... Versuchen Sie woanders Ihr Glück und lassen Sie mich bitte allein. Danke. Wissen Sie, wofür das Monogramm AD steht? Was? Ein großes A, unter dem ein kleines D steht. Ja, weiß ich. Lassen Sie mich in Ruhe, wenn ich es Ihnen sage. Sie wissen es? Es ist nicht irgendein Monogramm, es ist das erste. Albrecht Dürer, ein deutscher Künstler, hat damit all seine Arbeiten unterzeichnet. Er war der erste Künstler, der seine Arbeiten durchgehend signiert hat, und zwar mit Monogramm. Vor ihm war das nicht üblich. Kein Zweifel möglich? Seine Holzstiche wurden und werden milliardenfach in Deutschland gedruckt. Milliardenfach? Jetzt übertreiben Sie aber. Tue ich nicht. Seine Grafiken sind auf den D-Mark-Scheinen. Und was... Es reicht. Ich habe Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Lassen Sie mich nun bitte in Ruhe. Wir haben ein paar Sachen herausgefunden, würde ich mal sagen. Die Silhouette New Yorks und die eine sieht sehr offiziell. Also eigentlich habe ich jetzt Nofretete AD für Albrecht Dürer und dieses Dings um AG herausgefunden. Guck mal, er ist weg. Adil? Unter der Dusche. Ich habe das Geheimversteck gefunden. Hervorragend. Und der Stein? Ich arbeite dran. Adil? Ja? Das Geheimversteck ist mit einem Kombinationsschloss gesichert. Kannst du es knacken? Nicht ohne Spuren zu hinterlassen. Ich brauche die Kombination. Irgendwelche Hinweise? Eine Gedächtnisstütze. Verschiedene Kunstwerke. Auf dem Schloss gibt es Tiersymbole. Die Kunstwerke könnten irgendwie auf bestimmte Tiere verweisen. Ja, das denke ich auch.
Ich wäre in der Kabine der Baronin fast erwischt worden. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht. Irgendein Mann kam rein und ich konnte mich gerade noch unter dem Bett verstecken. Vielleicht ein Steward, der die Kabine aufgeräumt hat. Zerbrich dir nicht deinen hübschen Kopf. Tausch das Auge aus und dann komm schnell zurück. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich glaube, diese Überraschung wird mich nicht wirklich überraschen. Wegen der Kombination. Ja? Sag dir Nofretete etwas? Eine ägyptische Königin. Das ist alles? Ich habe keine Affäre mit ihr, wenn du das meinst. Nicht mein Typ. Und seit ein paar tausend Jahren tot. Na gut, dann will ich dir das mal glauben. Guernica. Klingt spanisch, oder? Ja, das ist eine Stadt im Baskenland. Hat sie ein Wappentier? Oder vielleicht die Region? Keine Ahnung. Ich war nie da. Ich kenne sie nur, weil die Stadt im Spanischen Bürgerkrieg von den Nazis zerbombt wurde. Nazis im Spanischen Bürgerkrieg? Nicht offiziell natürlich. Eine wehrlose Stadt, auf Wunsch von General Franco von seinen Freunden aus Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Picasso hat ein berühmtes Bild darüber gemalt. Tatsächlich? Hängt es in Spanien? Dummalle. Solange der General in Spanien das Sagen hat, würde das wohl kaum erlauben. Wo hängt es dann? Keine Ahnung. Paris vielleicht? Picasso lebt dort schon lange im Exil. Vielleicht hilft mir nicht weiter. Buonarrotis Adam. Wer ist das? Buonarroti. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Mir auch. Aber ich komme nicht drauf. Nein. Keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Irgendjemand muss den doch kennen. Ich mache mich wieder auf den Weg. Verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Aber niemals. Okay, ja, wir kommen zwar ein Stückchen näher, aber wenn man sich mal überlegt, dass wir dazu noch die passenden Tiere finden sollen, weiß ich nicht ganz genau, wie wir das anstellen werden. Oh. Der Doktor steht oben und vermutlich hat er die Tür abgeschlossen. Ja. Wäre auch so schön gewesen. Ob mir die Kunstzeitschrift bei den Symbolen weiterhilft? Ja, ich glaube, das wäre eine coole Sache. Ein Artikel über verschiedene Kunstwerke und wie sie den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Und hier ist auch ein Bild der Büste der Nofretete. Das einzigartige ägyptische Kunstwerk wurde 1913, Ausfuhrgenehmigung nach Deutschland, Zweiter Weltkrieg, Tresor der Reichsbank, dann Flakbunker, schließlich Stollen eines Salzbergwerks, verhinderte Ausfuhr der Büste in die Vereinigten Staaten. Seit 1956 wieder in Berlin. Freuen uns sehr, bla 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 bla. Demnächst im Ägyptischen Museum von Berlin und hoffentlich irgendwann in einem wiedervereinigten Berlin auf der Museumsinsel. Okay. Die Büste der Nofretete befindet sich also in Berlin. Berlin-Bär, ja. Berlin. Der Bär. Der Berliner Bär. Yes. Im Wappen der Stadt ist ein Bär zu sehen. Nofretete? Bär. Das ist es. Ich muss herausfinden, in welchen Städten die anderen Kunstwerke ausgestellt werden und welche Tiere mit diesen Städten verbunden werden. Jetzt weiß ich, wonach ich suchen muss. Der Rest wird ein Kinderspiel. Ah, okay. Kriegen wir hin. Die Büste der Nofrit. Sehr schön. Na, das kriegen wir ja auf alle Fälle. Haben wir noch was? Ha. Da ist auf alle Fälle nachher eine Belohnung drin. Eine heiße Dusche. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.